Kapitel 13. Latias. Unter dem Sternenhimmel. Latias, ich bin bereit für Runde 2. Mit ihrer neuen Macht wollte Ivy nun mir doch vor allem sich selbst beweisen, dass sie Stärke gefunden hatte. Und ein Blick in ihre Augen, die vor Entschlossenheit flammten, sagten mir, dass sie wieder stark war. Gerne, aber nimm etwas Rücksicht auf mich, ja? Ich könnte nun detailliert jeden Schachzug unseres großen Kampfes aufzählen. Oder ich erzähle einfach, dass ich nach rund 10 Sekunden verloren hatte. Ivy hatte mehr als nur Stärke gewonnen. Unter den wenigen Techniken, die sie genutzt hatte, gab es manche, die sie vor dem Erbe definitiv nicht beherrscht hatte. Entfernt erinnerten sie mich irgendwie an Darkrai. Genau wie manche Angriffe des wahnsinnigen dunklen Herrschers wirkten sie einfach, als würden sie auf höhere Mächte zugreifen. Mit Pokémon-Attacken hatte dies nichts mehr zu tun. Geht es dir gut, Latias? Ich habe nicht übertrieben, oder? Ich erhob mich wieder vom Boden und schüttelte mich kurz. Mir geht's ganz gut. Aber auch nur, weil du direkt aufgehört hast. Jemand, den du wirklich verletzen willst, wird damit nichts zu lachen haben. Unsere Freunde hatten natürlich alles beobachtet und schienen wirklich begeistert von Ivys Performance. Am begeistertsten war auf jeden Fall, wenig überraschend, Funkenherz. Ihr hatte es eindeutig die Sprache verschlagen. Ich bin wohl wieder im Rennen. Also, worum geht es? Das war ja total abgefahren! Funkenherz hatte ihre Sprachlosigkeit recht schnell überwunden und brachte ihre Begeisterung jetzt auch vokal zum Ausdruck. Ivy schien die Kleine schon in den wenigen Minuten, die sie sich nun kannten, bereits ins Herz geschlossen zu haben. Ja, da siehst du mal, wie so etwas aussehen kann. Ich bin mir sicher, das haben dir deine Eltern noch nicht zeigen können. Sie wandte sich an Shinux und Bulby. Ich freue mich natürlich auch, euch beide wiederzusehen. Jetzt, nachdem der allgemeine Trubel erstmal überstanden war, machte Ivy sich daran, all die Anwesenden zu begrüßen, bevor wir die Lage besprachen. Also, du sagtest, du bräuchtest meine Hilfe. Worum geht es denn? Als erstes geht es in den Wald. Bevor wir uns um mein Anliegen kümmern, befreien wir den Stamm wieder aus Groudons Klauen. Blatt wirkte etwas unwohl, als ich dies sagte. Der Stamm. Du hast recht, wir müssen sofort los. Genau wie Ivy es verlangte, brachen wir sofort auf. Auf dem Weg besprachen wir noch die ein oder andere Sache. Wie geht es dem Stamm denn? Hat Groudon jemandem etwas angetan? Muss irgendjemand leiden? Wenn ich diesen Bastard erwische, dann... Diese Fragen konnte aus unserer Runde nur einer beantworten. Blatt. Und was er sagte, untermalte nochmal einige Eindrücke, die ich auf unserer gemeinsamen Reise bereits sammeln konnte. Allen geht es gut. Ob du es glauben willst oder nicht, nach allem, was du uns erzählt hast, Groudon ist kein Tyrann. Aber er hat die Rolle eingenommen, die er nicht verdient. Sie steht dir zu. Ehrlich gesagt, wäre das nicht der Fall, wäre Groudon ein guter Herrscher. Er ist zwar relativ streng und lässt die Grenzen bewachen, aber er ist gerecht und tatsächlich ziemlich gnädig. Ivy sprach ziemlich genau das aus, was auch wir anderen dachten. Sag mal, reden wir vom selben Groudon? Groudon ist nichts als ein Tyrann. Er hat bereits versucht, seinen eigenen Kriegsherrn zu stürzen und die Herrschaft über das gesamte Universum an sich zu reißen. Und dieses Pokémon bezeichnest du jetzt als einen guten Herrscher? Ich war nach deiner Erzählung ja auch verwirrt. Aber wenn ich sehe, wie er handelt, wie er sich verhält, ich bin mir sicher, hinter Groudon steckt mehr als ihr seht. Oder mehr als ihr sehen wollt. Und ich glaube, ich bin dem Ganzen schon sehr nah auf der Spur. Shinux und Bulby schienen Blatts Erklärung ebenfalls nicht wirklich zustimmen zu können. Ivy entschied sich, das Thema einfach schnell zu wechseln. Was du mir aber noch erklären musst. Spark, warum genau bist du eigentlich mitgekommen? Was ist deine Motivation? Ich habe eigentlich zwei Hauptmotive für meine Reise. Einerseits wollte ich große Abenteuer erleben, weshalb ich euch auch nach der Rettung des Stammes weiter begleiten werde. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich dir etwas schuldig bin. Ich meine, ich habe dich wirklich mies behandelt. Ich will's wieder gut machen. Ivy schien etwas unschlüssig, wie sie darauf antworten sollte. Also einerseits finde ich es natürlich wirklich nett von dir, dass du so zu deinen Fehlern stehst. Andererseits habe ich dir sowieso schon lange vergeben. Aber ich denke, die Reise könnte wirklich gut dafür werden, dass wir uns endlich mal unter etwas freundlicheren Bedingungen kennenlernen können. Als wir am Schiff ankamen, war es gerade schon kurz vor der Abfahrt, weshalb wir alle noch schnell an Bord kamen.
Das nächste Ziel wäre, ganz der alten Route nachempfunden, der Waldkontinent. Das letzte Ziel unserer Reise in dieser Welt. Insgesamt wäre es in der Geschichte unserer Reisen die 5. Schlacht gegen Groudon. 2 gewann er. Einmal, als er gegen den armen Shinnok alleine kämpfte. Und einmal, als er den Stamm übernahm, gegen Ivy. 2 verlor er. Beide Male im Krieg in der Menschenwelt. Dies sollte die letzte Schlacht werden. Der Gewinner bekam alles. Und wir würden definitiv die Sieger werden. Die 2 Tage lange Schiffsreise war wieder eher ruhig. Dieses Mal verbrachte ich meine Zeit hauptsächlich mit Ivy. Oft waren auch Spark und Blood noch dabei. Bulby und Shinnok verbrachten die Zeit meistens wieder mit ihrem ehemaligen Gildenmeister. Und Funkenherz wechselte oft zwischen den beiden Fronten. Einerseits mochte sie den alten Hobelupf, andererseits wollte sie aber auch ihre Tante Ivy endlich kennenlernen, nun wo sie die Chance hatte. Mit Chelasts Brief, den sie immer bei sich trug, und ihrer neuen Kraft schien auch Ivy endlich wieder fröhlicher. So vergingen diese 2 Tage ohne große Ereignisse. Nur an einem Abend geschah noch etwas. Am 1. Abend auf dem Schiff, als der Mond bereits hoch am Himmel stand und als alle schliefen, tat ich es noch nicht. Ich war nervlich immer noch sehr durcheinander, wobei sich nun auch positive Gefühle zwischen all die schlechten Gedanken mischten. All die kreisenden Gedanken hielten mich jedoch ziemlich vom Schlafen ab. Also wollte ich aufs Deck gehen und den Himmel betrachten. Als ich allerdings das Deck erreichte, war da schon ein anderes Pokémon. Ivy. Sie tat ziemlich genau das, was auch ich geplant hatte. Gedanken verloren in die Sterne blicken. Unter einer ihrer Pfoten hatte sie ein Blatt Papier. Ich wusste natürlich direkt, dass es der Brief sein musste. Letztlich entschied ich mich, mich einfach zu ihr zu gesellen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mich dazusetze? Durch meine Frage schreckte Ivy aus ihren Gedanken auf. Oh, Latias, ich habe dich gar nicht bemerkt. Natürlich nicht. Was wir letztlich taten war, dass wir zu zweit stumm in den Himmel blickten. Nach einer Weile versuchte sie ein Gespräch zu beginnen. Kannst du auch nicht schlafen? Nein, mir kreisen einfach so viele Gedanken im Kopf herum. Da brauche ich etwas frische Luft. Du kannst wegen deinen Gedanken nicht schlafen? Sonst hattest du deine Mentalität doch immer so im Griff. Ja, aber in letzter Zeit ist zu viel geschehen. Und irgendwann ist es auch für mich zu viel. Ich hatte zu viele Sorgen. Ich merke auch schon seit einigen Tagen. Ich muss versuchen, das wieder in den Griff zu bekommen. Ich weiß. Funkenherz hat mir von deinem Nervenzusammenbruch erzählt. Und egal, was du mir erzählst, ich weiß, dass ich auch eine Mitschuld daran trage. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch so viele Sorgen gemacht habe. Ich hätte mich zumindest irgendwie mit euch in Kontakt setzen sollen. Du hattest selber genug Probleme. Keiner macht dir Vorwürfe, Ivy. Es ist wirklich toll, dich endlich wieder bei uns zu haben. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass dir etwas zugestoßen wäre. Ja, du hast dir schon immer viele Sorgen um uns alle gemacht. Ich weiß, du hast uns immer anders behandelt als alle anderen in Silberdorf. Was ich dir an der Küste sagte, noch bevor die anderen eingetroffen sind. Ich meine wirklich jedes Wort davon, so wie ich es gesagt habe. Ich weiß wirklich sehr zu schätzen, was du für uns alle getan hast, wieder und wieder. Auch wenn Chelast letztlich nicht mehr hier ist. Auch er würde mir zustimmen, das weiß ich. Vor allem für mich. Alle anderen hatten zumindest einen Teil ihrer Kindheit jemanden an ihrer Seite. Chelast hatte seine Eltern, Seemops auch. Bulby und Shinnok hatten Hobelupf und einander. Ich hatte ein paar Jahre voller Verachtung und mich selber, bis ich euch getroffen habe. Du warst das erste Pokémon, das mich einfach behandelt hat, das sich für mich angefühlt hat wie eine Mutter. Also war es von vornherein nicht nur mein Wunschdenken gewesen. Die Rolle, in der ich mich selber gegenüber ihnen allen gesehen hatte, war nicht nur in meiner Fantasie gewesen. Auch Ivy sah mich in solchen Augen. Ich denke nicht, dass du dir vorstellen kannst, wie viel mir das bedeutet. Ich habe alles gegeben, was ich hatte, damit ihr alle glücklich sein könnt. Und inzwischen glaube ich wieder, dass, auch wenn ich nicht alles richtig gemacht habe, insgesamt habe ich wahrscheinlich doch einen ganz guten Job geleistet. Ja, ich wette, die anderen würden mir auch zustimmen. Wir waren uns damals alle einig. Die Jahre in Silberdorf waren die schönsten, die wir je erlebt hatten. Ich denke zwar, inzwischen wird sich das für Bulby und Shinnok geändert haben. Aber gerade bei ihnen ist das ja auch etwas sehr Schönes.
Apropos, ihre kleine Funkenherz. Warum genau nennt sie mich eigentlich Tante Ivy? Ach, das macht sie einfach so. Alle, die einst Teil unseres Teams waren, haben von ihr ähnliche Namen bekommen. Du bist noch am harmlosesten weggekommen. Bei allen anderen hat sie noch herumgebastelt, damit unsere Namen auf eine Silbe kommen. Und Shanux und Bulbi haben ihr oft von dir erzählt. Deswegen nennt sie dich schon seit sie reden kann so. Wie Shanux dir schon erzählt hat, sie wollte dich ewig kennenlernen. Na, dann war diese Reise für sie doch ein Erfolg. Die Kleine ist aber auch wirklich ein Engel, nicht? Unterschätze niemals Funkenherz. Wenn sie will, ist sie das liebste Pokémon, das du finden kannst, aber sie kann auch sehr gerissen sein, wenn sie will. Man braucht Erfahrung, um nicht auf ihre Tricks reinzufallen. Sehr viel Erfahrung. So viel, dass selbst ihre Eltern die noch nicht immer haben. Allein deswegen ist sie überhaupt hier. Eigentlich wollten Bulbi und Shinux verständlicherweise nicht, dass sie mit auf so eine Reise geht. Aber sie ist mir von alleine bis in diese Welt gefolgt und hat dann mit den beiden ausgehandelt, dass sie zumindest mitkommen darf, bis das Team wieder vereint ist. Also kurz gesagt, sie kommt ganz nach ihren Eltern. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir noch auf dem Deck standen und redeten. Nachdem wir uns so lange nicht gesehen hatten, gab es einfach so viel, über das wir sprechen konnten und wollten. Unterbrochen wurden wir tatsächlich erst dadurch, dass nach und nach unsere Freunde wach wurden. Als erste kam Funkenherz zu uns gesprintet und innerhalb der nächsten 30 Minuten kamen nach und nach auch alle anderen dazu. Wie die anderen Tage verliefen, erzählte ich ja bereits. Was mir noch etwas auffiel, war, dass Ivy und Spark versuchten, relativ viel miteinander zu reden. Ich verstand ihre Hintergedanken gut. Sie hatten sich ja eher als Feinde kennengelernt und da wohl beide für eine ganze Weile zusammen reisen würden, wäre es gut, sich vorher noch einmal etwas besser kennenzulernen. Außerdem, auch wenn ich das natürlich nicht laut sagte, fand ich zumindest, dass die beiden auch ziemlich gut zueinander passten. Aber wer weiß, wenn wir derzeit ihren Lauf ließen vielleicht. Und bald brach der Tag an. Wir machten alle unsere Sachen zurecht. Bulbi, Shinux und Funkenherz verabschiedeten sich ein letztes Mal von Hubbelup. An diesem Tag würden wir den Stamm zurückerobern und Ivy würde wieder ihre rechtmäßige Rolle als Herrscherin zurückerlangen. Und Groudon würde hoffentlich endlich seine letzte Schlacht schlagen. Wobei ich zugegebenermaßen auch wirklich neugierig war wegen den Dingen, die Blatt erzählt hatte. Obwohl er seine Heimat einfach als neuer Herrscher übernommen hatte und obwohl Ivy Blatt so viel Schlechtes über ihn erzählt hatte, hatte Groudon es geschafft, sich irgendwie tatsächlich relativ beliebt bei ihm zu machen. Und wenn Blatt wirklich recht hatte und hinter Groudon steckte mehr. Aber was? Wir wussten doch schon alles. Der Juwel, in dem seine Macht versiegelt wurde. Die Macht, die er nie bekommen dürfte, da er sonst Zerstörung bringen würde. Er war ein eiskalter Mörder. Nichts außer Gier und Bosheit konnten begründen, was er getan hatte, oder? Aber was, wenn wirklich mehr dahinter steckte? Mein Ziel für diese letzte Begegnung würde es sein, tatsächlich noch etwas mehr über das gewaltbereite und doch eigenartige Pokémon herauszufinden. Ob mir Ivy dafür allerdings Zeit lassen würde, bevor sie ihn in Stücke riss? Wenn Groudon nicht wirklich gut auf Ivys neue Macht vorbereitet wäre, dann würde ich diese Zeit wohl nicht bekommen. Aber es war auch nur zweitrangig. Erstrangig war die Befreiung des Stammes. Die rechtmäßige Herrscherin würde wiederkehren.